Jo, halt zurück zu Starfield. Wir wollen ja Percival finden und der ist irgendwo in den alten Red. Wie hießen sie? Red Devil. Gedönse Minen. Schnickschnack. Ne, durch die Minen zugänglich, aber irgendwo in so einem Red Devil Hauptquartier. Mal gucken. Mein Kumpel Mitch nervt mich. Ist das irgendwo ganz woanders oder was? Okay, was soll das? Wieder raus oder was? Oder müssen wir irgendwie rumlaufen? Wieder runter? Wir sind unten in den Minen jetzt drin. Okay, verstehe. Und müssen wahrscheinlich hier irgendwie durchlaufen und dann kommen wir ganz am Ende irgendwo raus. Oder auch nicht. Lässt das jetzt hier eine Schlüsselkarte da rein? Kann das sein? Das war ja zu. Sehr nice. Okay. Wo auch immer das jetzt sein wird. Junge, wo sind wir denn hier? Autschi! Na gut. Ist ja ganz unversteckt, der Dude, oder? Da rüber gehen hier irgendwie. Oh, da sitzt er. Mhm. Du hast mich also bei der Handelsaufsicht aus den roten Zahlen geholt? Jawohl. Ich weiß das zu schätzen, bezweifle aber, dass du mir einfach nur einen Gefallen tun wolltest. Korrekt. Erklärst du mir jetzt, warum du ruchlose alte Männer belästigst, indem du ihnen ihre mühsam erarbeiteten Schulden nimmst? Adrian hat dich geschickt? Mhm. Ging es ihr gut? Typisch Adrian. Sie hat mal einen Finger verloren, als sie an eine bessere Probe kommen wollte. Na und? Den kann man doch wieder annähen. Was genau sollst du mir denn überbringen? Terrormorph-Angriff. Ich weiß nicht so recht, warum du das... Moment mal. Tau Gourmet? Oder meinst du Tau Ceti? Auf Tau Ceti gibt es aber keine Siedlung, die alt genug für einen Terrormorph ist. Entweder gründet da jemand den schlimmsten Streichelzoo des Universums oder... Wenn sie dich den ganzen Weg hat zurücklegen lassen, gehen wir rein. Das muss ich mir ansehen. Ja, soll ich vorgehen oder... Ich würde dich bitten, nichts anzufassen.
Hier laufen gerade einige Projekte und ich hatte keine Gäste erwartet. Oh, und Lou meinte, du hättest die Schulden beglichen. Toll finde ich es nicht, dass die Aufsicht meine Forschung in die Finger gekriegt hat. Aber das ist wohl der Preis dafür, wenn man nicht mehr in einer Höhle leben will. Ich wollte sie auch hacken, aber ging nicht mehr, Junge. Hätte ich gemacht. Alles fertig. Dann blicken wir doch mal in diesen Abgrund. In Ordnung. Die zellularen Marker sind getaggt. Moment. Wo sind die Marker? Das kann nicht sein. Diese Probe, das ist Londinion. Das muss ich alles auf eine Slate übertragen. Du hast die Probe wirklich von Hadrian und belügst mich nicht? Falls das nämlich ein Schwindel wäre, und das wäre der beste, den ich je gesehen habe, wäre ich sauer, aber auch ziemlich erleichtert. Nimm doch Rücksicht auf mich. Diese Probe weist alle Anzeichen des schlimmsten Terrormorph-Angriffs der Geschichte auf. Von Londinion hast du schon gehört? Nö. Londinion war eine Stadt. Sie wurde von Terrormorphs ausgelöscht. Die Schwärme waren so schlimm, dass der Raumhafen gesprengt wurde, um die Stadt von der Galaxie abzuschirmen. Nur wenige Proben aus der damaligen Zeit haben den Planeten verlassen. Aber die, die wir haben, sehen genauso wie diese aus. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass dieses Exemplar sich zu Lebzeiten hier auf einem Schiff befunden hat. Ich glaube nicht, dass es nach Tau Ceti transportiert wurde. Es ist dort gewachsen. Und zwar unglaublich schnell. Wenn eine neue Ära der Beziehungen zwischen Menschen und Terrormorphs beginnt, in der Angriffe wie in Londinion außerhalb von Londinion möglich sind, das wird nicht gut für die Menschen enden. Du hast dieses böse Omen den ganzen Weg hierher gebracht. Sagst du mir, was du mit dem Ding vorhast? Im Circle. Ich könnte einen Drink vertragen. Hier, mit dem Aufzug kommen wir schneller nach oben. Eigentlich soll der nicht benutzt werden, aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Gehen wir. Ja, let's go. Wo ist denn der Aufzug, mein Hase, da hinten? Kommst du? Ich weiß gar nicht, ob Jimmy irgendwie mitkommt. Wird schon mit dabei sein, oder? Ist sie das wirklich? Jawohl. Hadrian. Percival. Meine Güte. Du bist aber alt geworden. Ja, das ist ja eine tolle Begrüßung. Du bist auch kein Küken mehr, Major. Ich habe deine Probe gesehen. Es reicht wohl, wenn ich sage... Nicht hier. Lass uns ein ruhigeres Eckchen suchen. Wir können nach hinten gehen.
aber sehr ruhig. Hinterzimmer. Hier entlang. Blue hat mir die Kurzfassung erzählt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dich um alles gekümmert hast. Ich auch. Hoffentlich war es dann letztendlich doch nicht so schlimm. Ich, naja, hatte nicht erwartet, dass es so kommen würde. Aber vielen Dank. Ich bin nur froh, dass ihr beide unversehrt geblieben seid. Also, habt ihr beide die Analyse hinbekommen? Hier ist sie. Diese Probe passt genau zu denen von Londinion. Londinion? Genau das hatte ich befürchtet. Es bereitet mir keine Freude, diese Nachricht zu überbringen, so viel steht fest. Also sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Naja, zurzeit gibt es mehr Fragen als Antworten. Also habe ich versucht herauszufinden, wie wir an unsere alten Terrormorph-Daten kommen. Guter Anfang. Und was hast du gefunden? Sie sind im Archiv. Im Sperrvertrag-Archiv? Müssten wir uns dann nicht mit dem Kabinett rumschlagen? Und mit dem Freestar Collective? Und Haus Varun? Ich schätze, den Ansatz können wir vergessen. Ich dachte auch, das Kabinett würde uns nicht helfen. Allerdings habe ich ein paar Gefallen eingelöst. Sie hören uns unter zwei Bedingungen an. Sie wollen die Analyse sehen, die ihr durchgeführt habt. Und sie wollen besprechen, was auf Tau Ceti passiert ist. Mit uns beiden. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Aber bevor du dich darauf einlässt, möchte ich, dass du alles erfährst. Percival und ich waren nicht nur Forscher. Ich weiß. Wir waren Militärwissenschaftler. Wir führten eine Division der Colonies, die Aliens als Waffen eingesetzt hat. Mein Versteck war die Heimatbasis unserer Einheit. Nach ersten Versuchen in anderen Einrichtungen ist die Anlage zum Herz der UC-Xeno-Kriegsführung geworden. Die Xeno-Kriegsführung ist verboten, seit vor fast 20 Jahren der Sperrvertrag in Kraft getreten ist. Das UC-Militär hat uns damals entlassen. Oh, naja. Das bedeutet mir viel. Ich bin auch nicht unbedingt stolz darauf. Aber während dieser Mission sollten wir für die Colonies den Schlachtfeldeinsatz von Terrormorphs erforschen. Das Projekt lief nie wirklich an. Aber unsere Daten befinden sich jetzt im Archiv, zusammen mit allen anderen Informationen, die nach dem Koloniekrieg verboten wurden. Unter dem wachsamen Blick von Beobachtern aller Fraktionen, die sich noch an der galaktischen Politik beteiligen. Aber wenn wir das Kabinett dazu bringen, uns auf die Daten zugreifen zu lassen, haben wir alles, was wir für die Entschlüsselung dieser Probe benötigen. Und können hoffentlich weitere derartige Angriffe verhindern. Okay, let's go. Okay. Ich sorge dafür, dass das Kabinett die Analyse erhält. Wir treffen uns dann vor dem Mast in New Atlantis. Viel Glück. Ihr zwei werdet es brauchen. Aber auch da können wir uns natürlich hinbeamen. Let's go. Das Kabinett, wo ist denn das? Auch da drin, okay. Ah, wir werden schon erwartet. Mom wartet schon auf uns. Yippie! Captain, hier drüben! Hallo! Ich komme angeflogen. So. Die Daten liegen dem Kabinett vor. Sie werden uns benachrichtigen, sobald sie sich alles genau angesehen haben. Aber hör zu. Ich hätte dir nicht so lange vorenthalten sollen, wer ich bin. Also. Alles gut. Um hier für volle Transparenz zu sorgen. Du solltest noch etwas wissen, bevor wir da hochgehen. Meine Beziehung zu den UC ist komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Die UC sind der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin.
Ich bin ein Klon. Junge. Von einem gewissen François Sanon. Ehemaliger Flottenadmiral der UC im Koloniekrieg. Ehemaliger Leiter der UC Navy. Auch genannt Ve Victis. Bedeutet Wehe den Besiegten auf Erdzeitlatein. Ein verdienter Titel. Ich war Teil eines Programms, durch das die UC aus einem ihrer besten Taktiker eine neue Generation von militärischen Planern erschaffen wollten. Die Führung des UC-Militärs über Generationen hinweg sichern. Nein. Sie haben sich schwer verkalkuliert. Mein Original, mein Vater, wurde für seine Taten während des Kriegs hingerichtet. Oh. Er hatte für viele Tote gesorgt, auf beiden Seiten. Freestar Collective und UC. Militär und Zivilisten. Seine Taten sind einer der Gründe, warum die UC und das Freestar Collective heutzutage nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind. Meine Anwesenheit hier könnte zu einem Hindernis in dieser Sache werden. Ich dachte, das solltest du wissen. Ja, okay, danke. Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber ich dachte, du solltest es wissen. Nach allem, was du schon getan hast. Ja, macht Sinn. So, wo let's wir gerade go, einen Augenblick haben, sollten wir sonst noch etwas besprechen? Diese ganze Sache muss dich doch ziemlich überrumpelt haben. Oder wenn du noch etwas zu erledigen hast, dann könntest du das jetzt tun. Es ist schwer zu sagen, wie lange das Kabinett uns warten lassen wird. Ich müsste eigentlich noch was einkaufen, aber... Das ist ein Souvenir von meiner Zeit auf dem Mars. Meine Einheit, die Red Devils, wurde von Rekruten gegründet, die in den tiefsten Minen des Mars gearbeitet hatten. Leidensfähige Leute. Der Staub in diesen Tiefen kriecht einfach in alles. Sogar in das menschliche Auge. So ist der Name Red Devils entstanden. Es wurde zu einem ungeschriebenen Gesetz, dass jeder, der bei den Devils mitmachen wollte, vorher in den Minen gearbeitet haben musste. Über die Devils wurde während meiner Ausbildung so ehrfürchtig gesprochen, dass ich mich beworben habe, sobald ich alt genug war. Und die Augen waren mein Abschiedsgeschenk. Dann ist es wohl nur eine Frage der... Die Kabinettssitzung beginnt in Kürze. Alle Parteien werden in den Kabinettssaal gebeten. Ah, Captain. Glückwunsch zur Aufnahme in die Vanguard. Ja, gerne. Danke. Sehr freundlich. Dass jetzt schon Captain sind, wusste ich gar nicht. Moin. Achso, wir werden angehört. Das ist aber nett. Ah, willkommen. Du musst der Captain aus Hadrians Bericht sein. Wir schätzen sehr, dass du für diese Informationen solche Gefahren auf dich genommen hast. Aber natürlich. In der Tat. Und genau wie dringend werden wir hoffentlich heute ermitteln. Nun dann, diese beiden Antragsteller haben eine überraschende Bitte. Zugang zu den Terrormorph-Daten der Xeno-Kriegsführungseinheit, der UC im Sperrvertrag-Archiv. Dieser Antrag muss nicht nur von diesem Kabinett, sondern von allen drei Vertragsparteien gebilligt werden. Den UC, dem Freestar Collective und Haus Varun. Nun, Captain, wir haben alle Hadrians Bericht gelesen, doch deine Perspektive fehlt uns noch. Vielleicht könntest du für das Kabinett zusammenfassen, was du als Ziel dieser Unternehmung siehst. Eine gewagte Aussage, Captain. Madam, ich halte diese gesamte Diskussion für gegenstandslos. Niemand würde behaupten, dass der Vorfall auf Tau Ceti keine schreckliche Tragödie war. Doch Terrormorph-Angriffe sind alles andere als eine neue Bedrohung. Sie finden schon seit Generationen statt. Versiegelte Archivdaten offenzulegen und das Gleichgewicht des galaktischen Friedens aufgrund eines einzelnen Angriffs zu gefährden. Das ist bestenfalls eine Überreaktion.
und schlimmstenfalls ein Übergriff der Tochter eines blutrünstigen Kriegstreibers. Ich möchte den Minister daran erinnern, wer hier vor ihm steht. Zur Kommunikation mit meinem Vater im Jenseits wäre ein Medium nötig. Wie viele müssen sterben, ehe das Kabinett bereit ist zu handeln? 50? 50.000? Denn wenn Tragödien wie die von Tau Ceti nur ein Vorgeschmack sind, dann wird es sicher bald genug Todesopfer geben. Lasst uns sachlich bleiben, ja? Ja, finde ich auch. Es steht außer Frage, dass die Erhaltung des Lebens die höchste Pflicht dieser Institution darstellt. Aber Minister Yassin hat recht. Wird ein einziger Angriff ausreichen, um die anderen Fraktionen zur Freigabe von Daten zu bewegen, die sie zweifelsohne für bedrohlich halten? Ich bezweifle das sehr. Vielleicht kannst du helfen, Captain. Du hast die fragliche Probe beschafft. Ist dir an diesem Terrormorph etwas besonders Alarmierendes aufgefallen? Das ist es in der Tat. Dieser Angriff geschah auf einem nahezu unbewohnten Planeten und forderte daher nur wenige Todesopfer. Aber haben wir beim nächsten Mal wieder so viel Glück? Ein guter Punkt, Admiral. Nun denn, Captain, basierend auf dieser Diskussion und den dir bekannten Informationen, würdest du an unserer Stelle dem Antrag zur Öffnung des Archivs zustimmen? Das sehe ich auch so. Ich auch. Nun, ich schätze, dagegen lässt sich nichts weiter einwenden. Nun denn, ich stimme zu. Ein Glück, dass du heute hier warst, Captain. Dann sind wir beide uns einig, Minister. Wenn es keine anderen Einwände gibt, können wir die Bitte mit unserer vollen Unterstützung an die anderen Parteien... Was war das? Achtung! Unerwarteter Vorfall. Die Anlage wird abgeriegelt. Ein Vorfall? Chief Sarkin, was geht hier vor? Es gab einen Angriff. Am Raumhafen. Terrormorphs. Na. Terrormorphs? Mehr Angriffe. Wie vorhergesagt. Meine Güte. Es muss eine andere Erklärung geben. Die Kreaturen sind unseren Scannern entgangen. Für wilde Mutmaßungen werden wir später Zeit haben. Chief Sarkin, lass den Raumhafen evakuieren und deine Truppen die Kreaturen in Schach halten. Aber diskret. Wir können keine stadtweite Panik gebrauchen. Jawohl, Ma'am. Admiral Logan, können die Kasernen vor Ort helfen? Ich selbst übernehme den Befehl. Aber es wird eine Weile dauern, ehe die nächststationierte Antixena-Truppe hier landen kann. Dann müssen wir das Beste aus dem machen. Ich mach das. Ihr zwei, diese Kreaturen dürfen den Raumhafen auf keinen Fall verlassen. Ich will euch schleunigst vor Ort haben. Wir geben Bescheid, dass ihr kommt. Und dass ihr mit den Dingern Erfahrung habt. Zeigt ihnen, wie es gemacht wird. Okay, let's go. Mach mal Platz, Mädels. Wir haben zu tun. Auf wen denn? Auf ihn hier? Auf gar keinen Fall. Rüste die EM-Waffe auf, meinetwegen. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Warte mal, neues Ding, neue Items. Okay, jetzt die Typen wegballern. Warum kämpfst du gegen mich? Was müssen wir mit dem machen? Komplett wegballern oder was?
mich! Bringt das was? Beurteile die Lage. Kacke, Mann. Danke für alles. Wir wollten ihnen nichts tun. Wie die Leute sich benehmen, das habe ich schon einmal gesehen. Sie standen unter dem Einfluss des Terrormorphs, oder? Ich weiß es nicht. Sie waren unten im Hafen und haben einfach geschrien. Wir wollten sie zurückhalten, sie in den Zug befördern, wo sie sicher sind. Aber manche von den anderen Officers, wir konnten sie nicht zurückhalten. Sie haben einfach auf uns gefeuert. Unsere Kollegen, sie sind Amok gelaufen. Pheromonprojektion. Manche Terrormorphs können einen Nebel erzeugen. Er wirkt sich auf jeden anders aus. Aber manche Menschen verlieren die Kontrolle. Greifen alle um sich herum an, obwohl sie nicht wollen. Wie ferngesteuert. Wenn man den Morph tötet, durchbricht man die Bindung. Aber das heißt, wir müssen aufpassen, wohin wir feuern. Und die EM-Waffe griffbereit halten. Gehen wir's an. Die Net ist offen. Bitte, tu alles, um ihnen zu helfen. Eigentlich auch noch das Ding hier, ne? Oder Ammo, jo. Bringt gar nicht so viel. Lass uns mal die hier nehmen. Scheiße! Captain! Alles wird gut! Das ist nicht echt! Was immer du gerade erlebst, das ist nicht real! Wir müssen diesen Morph erledigen! So, Morphy. Seid ihr unsere Experten? Die letzten Kreaturen sind auf dem Landeplatz eingekesselt, aber unsere Reihen bröckeln gewaltig. Angeblich habt ihr das schon mal gemacht. Ich kann einen Trupp stellen, was auch immer ihr an Ressourcen braucht, aber wir dürfen niemanden mehr an sie verlieren. Erledige diese Dinge. Schnell. Wir halten die Stellung, so gut wir können. Okay, optional, sprich mit dem Trupp. The Trupp, hallo? Leute, wir müssen dahin. Hab gehört, dass ihr Verstärkung gebrauchen könntet. Wir sind bereit, wenn ihr Rückendeckung braucht. Habt ihr zwei schon Erfahrung mit Terrormorphs? Nur das, was uns auf dem Weg hierher gesagt wurde. Aber mit Druck können wir umgehen.
Es geht nicht darum, nur einen kühlen Kopf zu bewahren. Wollte gerade sagen. Wir reden hier von einem psychischen Angriff, der euch selbst zur Gefahr machen kann. Wir sind keine UC Security. Mach dir keine Sorgen. Okay, komm, mach mal mit. Junge, nachladen. Eliminiert das Ziel. Ich habe keine Angst. Dich gewinnen. Du bist zu schwach. Ich mach dich fertig. So, Number One. Wir sollten dieses Ding komplett ausnehmen. Ein bisschen langsamer laufen, oder was ist hier das Problem? Jawohl. Angriff! Oh, selber ein bisschen drauf gegangen, schade. Shut up. Es ist vorbei. Gar nicht vorbei. Kannst du jetzt mal endlich nachladen, bitte? Okay, danke. Bitte lade jetzt endlich nach. Willst du einfach das nicht nach, wirklich? Ne? Lad nach. Na endlich. So, jetzt das Problem. Okay, sehr gut. Das war's. Wir sollten dem Sergeant Bericht erstatten. Ja, lass uns das machen. Aber langsam. Weil ich trage zu viel. Eben kurz gucken, was wir denn da viel zu viel tragen. Oh Mann. Ah, irgendwie Waffengedöns, wir müssen auch mal was ablegen. Neue Items. Alien-Material, das brauchen wir natürlich. Sorry, brauchen wir alles. Kann ich nichts ablegen, muss los. Also schön langsam.
Gott sei Dank bist du am Leben. Auch wenn unsere Leute nicht so viel Glück hatten. Die wenigen beschützen die vielen. Und wärt ihr nicht gewesen, hätte es noch viel mehr Opfer gegeben. Die Stadt steht tief in eurer Schuld. Wir waren nur zur rechten Zeit am rechten Ort. Captain, wir sollten Bericht erstatten und der Präsidentin melden, dass die Terrormorphs erledigt sind. Halt die Ohren steif, Sergeant. Okay, auch langsam. Adrian, wie es scheint, schuldet das Kabinett dir nicht nur Dank für deine Taten heute, sondern auch eine Entschuldigung. Wäre nicht schlecht. Deine Befürchtungen wegen der Terrormorphs waren offenbar mehr als begründet. Danke, Ma'am. Ich wünschte nur, wir hätten schneller handeln können. Die heutigen Ereignisse haben dem Kabinett unser weiteres Vorgehen nur verdeutlicht. Ihr habt unsere volle Unterstützung bei eurem Antrag zur Freigabe der Terrormorph-Daten aus dem Archiv sowie bei den Ermittlungen der Umstände hinter diesen Angriffen. Aber um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die richtigen Leute an den richtigen Orten. Dementsprechend hat das Kabinett mich ermächtigt, dich mit sofortiger Wirkung wieder in den Rang eines Majors einzusetzen, Hadrian. Du solltest mit Hilfe der Daten untersuchen, wie es zu den Angriffen kam und wie wir sie stoppen können. Bist du dazu bereit? Ich... Ja, Ma'am. Es wäre mir eine Ehre. Ausgezeichnet. Aber wie ihr beide bereits betont habt, werden wir für eine solche Untersuchung erst einmal die volle Unterstützung des Freestar Collective und Haus Varun brauchen. Eine Person, die ganz genau weiß, welche Gefahren auf die Colonies und den Rest der Galaxie zukommen. Dem Kabinett schwebt eine bestimmte Person vor. Du, Captain. Tun wir. Wenn das clever ist. Im Gegenzug sind wir bereit, nach Erhalt der Daten deine Einbürgerung zu beschleunigen. Mhm. Also, hilfst du uns? Logen. Das höre ich gern. Natürlich musst du diese Aufgabe nicht ganz allein bewältigen. Vizeministerin McIntyre vom Amt für interstellare Angelegenheiten wird dir helfen, Zugang zum Archiv zu erhalten. Du solltest sie in ihrem Büro antreffen, direkt gegenüber. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das ist alles. Das ist aber nett. Okay, cool. Dann würde ich sagen, lass uns das mal nach ein Päuschen machen. Dann gucken wir mal, was sie uns für Zugangskarten... Ich werde mit Chefingenieurin Vulcani sprechen. Okay. Wir sollten einen Plan für die Daten ausarbeiten. Alles klar, machen wir. Jo, und mehr dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.